Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, schon ein Buchstabendreher kann alles urinieren. Genau. Ruf ich meinen Freund eben an und sag, du kannst schon mal den Blumenkohl aufsetzen. Sagt der, glaubst du, der steht mir? Ich hab ja zu meiner Frau am Wochenende gesagt, es wäre schön, wenn sie sich die Haare wachsen lassen würde. So ein Kompliment müsste mir mein Typ mal machen. Ich meinte, die Rückenhaare müssen gewachst werden. Oh. Einmal die 4 und eine Buchstabensuppe. Momentchen mal bitte. Stefan, Frauen stehen jedenfalls auf Männer, die wo Sätze richtig bilden tun. Und Männer stehen auf Frauen, die gut mit Menschen umgehen können und nicht mit Menschen umgehen können. Hat da jemand was gesagt? Also in Hawaii gibt es übrigens 200 Wörter für Regen. Stefan, wenn ich so Wörter lese wie Schlagzeug, Flugzeug oder Spielzeug, denke ich jedes Mal, die deutsche Sprache hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt, Dingen einen Namen zu geben. Es ist wie, wenn man dir zuhört. Hä? Da fehlen einem auch die Worte. Nach 232 Euro sammeln Sie Langenscheidpunkte. Haben Sie eine Dudenkarte oder sind Sie im Graf-Zahl-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.